Ich habe davon erfahren, weil ich die Musiklehrer kenne, die das Musical geschrieben haben. Und ich finde es eine coole Sache. Ich bin immer in Oster- und Herbstferien bei Musicals dabei und ich liebe es, bei Musicals mitzumachen. Und deswegen war ich eigentlich direkt dabei. Ich musste auch nicht ins Casting, sondern ich habe angefragt und habe dann eine Rolle bekommen. Genau. Und das war echt eine coole Sache. Zum Casting kam ich eigentlich dadurch, dass meine Schwester und meine Mutter beim Gesangscasting waren und bei mir das Singen relativ schwierig ist durch den Stimmbruch jetzt. Ja, und dann war ich halt nur beim Sprachcoaching, beim Sprachcasting und habe dann da mitgemacht und ein bisschen später kam dann auch die Bestätigungsmail, dass ich dann dabei bin. Ja. Ich war beim offiziellen Casting leider krank, deswegen bin ich nachgecastet worden. Habe dann eine Mail bekommen, dass ich für eine Gesangsrolle ausgewählt worden bin. Habe mich natürlich sehr gefreut darüber. Und dann gab es noch ein zweites Casting, wo man eben nochmal vorgesungen hat, um dann eine spezifische Rolle zu bekommen. Und ja, dann wurde es halt die Marktfrau und ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe gehört, es findet ein Musical statt und ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Ich liebe es, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Es macht echt tierisch Spaß mit dem Regisseur und meine Mama spielt auch mit. Das macht richtig Spaß und ja, ich habe das Musical gehört und ich bin direkt zum Casting gekommen und wurde angenommen. Hat sehr Spaß gemacht. Meine Mutter kam mit einem Zeitungsartikel und hat mir gezeigt, dass eben dieses Musical aufgeführt wurde und da war auch dieser Aufruf zum Casting. Ich habe als kleines Kind Feuer bei Dillenburg gesehen und habe seitdem meinen Eltern immer gesagt, Mama, ich will bei so einem Musical auch mal mitmachen. Genau, dann hat die diesen Zeitungsartikel gesehen und wusste natürlich sofort, dass das was für mich sein würde. Ich bin zu dem Casting hingegangen, wurde dann auch für eine Gesangsrolle bestimmt. Ich sollte dann auch noch mal zu dem zweiten Casting kommen und dort was vorsingen. Genau, da habe ich dann eine Rolle bekommen, die gar nicht erwartet war eigentlich für mich, weil ich noch mal ein anderes Lied vorgesungen habe, was ich gerne vorsingen wollte. Genau, und damit bin ich dann zu einer Hauptrolle gekommen.